So Jungs, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich hatte jetzt gerade Europa League an hier auf dem Fernseher. Hab gerade vor einer halben Stunde noch fertig trainiert, war frisch geduscht. Dachte, machen wir einen schönen Abend. Später noch Napoli gegen Leicester City. Wird ein cooles Game. Ihr seht meine Ohren. Immer wenn ich irgendwie aus der Dusche komme, sind sie knallrot. Ich komme gerade wirklich direkt vor 2 Minuten aus der Dusche geflogen. Und zwar, EA hat so einen dicken Post rausgehauen. Wir haben heftige News. Die schauen wir uns sofort an. Also in der Art Breaking News Video, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Let's go. Ihr seht, es ist ein komplett spontanes Video. Deswegen, wenn ich hier und da eine News falsch vielleicht auffassen sollte, wenn es passieren sollte, gerne in Kommentare einfach schreiben. Freunde, verbessert mich gerne. Kann jedem passieren. Nur vorweg gesagt, weil ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe auf einmal nur tausende Postings gesehen und die wollen wir uns sofort anschauen. Das ist so ein Flex, wenn man denkt. Ich gehe auf die EA-Seite und hier steht, warte, ich muss meine Cam wegziehen. Hier steht, folge, sie haben mir doch gefolgt. EA Sports hier, EA Sports FIFA, folgt dir. Jungs, sie haben mich auf dem Schirm. Sie haben mich auf dem Schirm, ich sag's euch, wie es ist. Diese Sachen erwarten uns jetzt alle hier drin. Das ist eine kleine Übersicht. Erstmal auch Preview-Packs, Freunde. Vorschau-Packs kommen zurück. Das ist direkt die erste Nachricht. Ich muss es euch jetzt hier nicht vorlesen. Ich kann es euch einfach ein bisschen grob wiedergeben, sagen wir es mal so. Ihr seht es auch im Hintergrund, das Once-to-Watch-Event startet, also das Team 1, es wird wieder 2 Teams geben, startet am 1. Oktober bis zum 8. Oktober, sprich von dem Freitag bis zum nächsten Freitag, wie es immer ist. Aber eine kleine Änderung. An den Sonntag kommt immer ein OTW-Team 1 Mini-Release. Vielleicht ein Release von 4-5 Spieler extra noch dazu. Wie es genau ablaufen wird, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Aber an dem Sonntag wird es ein OTW 1 Mini-Release geben. Dann am 8. Oktober, an dem Freitag, kommt das Team 2. Und an dem Sonntag dann wieder am 10. Oktober ein OTW Team 2 Mini-Release. Also wir haben 2 Wochen vom 1. bis zum 13. Oktober das OTW-Event in FIFA 22. Ich glaube, sie werden Messi und Ronaldo extra so machen. Ronaldo Team 1, Messi Team 2 oder halt andersrum. Sie werden auf jeden Fall nicht beide in einem Team stecken, das ist EA. Für mich ein paar Minuten jetzt mittlerweile später, für euch war es nur ein kurzer Cut. Weiter geht's und wir haben es noch nicht fertig mit dem OTW-Event. Am 13. Oktober haben wir Team 1 und Team 2 drin, steht zumindest dort. OTW Team 1 and 2, perfekt. Dann haben wir ein komplett neues Team of the Week System. Bedeutet, ich werde euch jetzt da mal dran zoomen. Ihr seht eine Bellingham-Karte, das ist wie gesagt auch von EA darunter geschrieben. Nur ein ausgedachtes Prinzip mit Bellingham. Das bedeutet jetzt nicht, dass Bellingham diese Karte genau bekommt, sondern Bellingham wurde als Beispiel genommen. Und zwar, wenn diese Karte, wie ich es verstanden habe, hier könnt ihr mich gerne verbessern, die habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, unter 80 hat und ein Inform bekommt, aber keine Live-Karte hat gerade, zum Beispiel keine Once-to-Watch-Karte, keine UCL-Live-Karte, also diese UCL-Live-Karten, die sich auch weiterentwickeln können, sagen wir es mal so, dann bekommen sie einen, ja, Team of the Week Boost. So habe ich das zumindest so grob verstanden. Wenn es jemand nochmal besser erklären kann in den Kommentaren, weil ich nehme das Video gerade wirklich direkt auf, wo die News kommen, gerne verbessern. Ich werde es dann anpinnen. Ansonsten, wenn ich es gut erklärt habe, könnt ihr es auch lassen. Auf jeden Fall bekommen wir ein neues System. Gilt eher für die, ich sag mal, etwas schlechteren Informkarten, die dann halt trotzdem, ja, weiterhin spielbar dann sein werden. Dann haben wir die nächste News und das ist für mich an dem Abend die beste News. Food Heroes Karten, wo seid ihr hier? Food Heroes Karten bekommen mit der Zeit ein Upgrade, wie ich es rausgelesen habe. Bedeutet Richtung Totti Event oder Richtung Tots Event, wenn dann die Hero Karten höchstwahrscheinlich, haben wir die Stats in den letzten Videos angeschaut, nicht mehr spielbar sein werden, weil sie halt nicht die besten Stats haben, werden sie auch mit der Zeit geupgradet und bekommen bessere Stats, die Karten werden nochmal besser geupgradet, dass die auch zu der Zeit zum Tot zum Beispiel immer noch spielbar sind. Also wirklich EA, da bekommt ihr eine Umarmung, komm her. Ansonsten haben wir das, wie gesagt, mit den Preview-Packs noch. Wir bekommen weiterhin die Preview-Packs, dass wir jeden Tag immer ein Vorschau-Pack haben. Auch ganz cool, dass sie es für uns lassen. Dann haben wir für die Leute, die im FIFA 21 die Bonis für FIFA 22 freigeschaltet haben oder sich erspielt haben, diese Vorsaison-Sachen, die man nicht erspielen konnte. Die Rewards bekommt ihr am 12. Oktober, dass ihr auch da Bescheid wisst und nicht fragt, ey, Pains, weiß ich nicht, andere YouTuber fragt, wann bekommt man die? Am 12. Oktober bekommt ihr die, ja, Rewards, die ihr euch in FIFA 21 gespielt habt. Schreibt mal in die Kommentare, gehört ihr dazu? Ich gehöre nicht dazu, muss ich sagen, aber vielleicht ist ja was drin bei euch. Dann nochmal, wie gesagt, Web-App und EA Access, aber Web-App reden wir wirklich nur von der PC-App und EA Access starten beide am 22. Und am 23., einen Tag später, kommt dann die Kampagnen-App, bedeutet diese Handy-Web-App, die jeder kennt, die kommt am 23. FIFA Points, richtig, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, FIFA Points kommen am 27. Also zum Start von, also vom 26. auf den 27., wenn man dann, also die Ultimate Edition Vorbesteller, die dann FIFA 22 offiziell komplett spielen können, an dem Tag, also sprich nächste Woche Freitag am 27., bekommt man die 4600 FIFA Points, also noch nicht am
am 22. zu EA Access, leider erst am 27., aber war ja zu erwarten. Hier seht ihr das auch nochmal, Breaking, ja, Heroes werden geupgradet, Heroes Boost confirmed, also sie werden mit der Zeit auf jeden Fall geupgradet für mich, wie gesagt, die coolste Neuerung oder die coolste Nachricht an diesem Abend. So könnte zum Beispiel auch eine neue Team of the Week Karte aussehen, hatte Castro eben gepostet, dass ein Greenroad, weil er ein unter 80er Rating hat, zum Beispiel dann, ja, eine 84 bekommt und nochmal cooler aussieht. Dann haben wir noch das Update, dazu haben schon ein paar Leute ein Video gebracht, wollte ich eigentlich nicht ansprechen, wir bekommen wahrscheinlich ein neues Foodcraft-System mit einem garantierten 83 Plus Spieler. Ihr wisst, ich bin Foodcraft-Suchti, ich habe das studiert. Perfekte Neuerung. Und dann haben wir noch die Top 1000 Datenbank geleakt bekommen. Diesen Link werde ich euch mal in die Kommentare hauen, in die Beschreibung hauen. Kann sein, dass es so aussieht, wenn ihr auf den Link drauf drückt. Die Server spacken da ein bisschen rum, weil es halt wirklich von Leakern, sage ich mal, Trading-Leakern etc. halt ein Server erstellt wurde und da alle 1000 Spieler drauf sind von der Datenbank, also es ist nicht offiziell von EA Sports, aber wer es sich auf jeden Fall anschauen will und es dann auch mal funktionieren sollte, kann es sich gerne in der Beschreibung anschauen. Okay, mit dieser vercrackten Crack-Karte, wo es auch wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, beende ich dann das Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kurzes, knackiges Video, kurze News. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, lasst gerne ein Like da, würde mich freuen für die kurze Nachricht, dann bin ich raus, Freunde, haut da. That you never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.